Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Orakelfolge in EA FC 24. Mein Name ist Dr. Skill, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Das heutige Partie Saarbrücken gegen den FC Bayern im DFB-Pokal wird Orakel. Realspiel findet statt am 1.11. um 20.45 Uhr. Wir sehen hier Bayern in Weiß von rechts nach links. Jetzt auch hier mal mit der ersten offensiven Möglichkeit. Musiala setzt sich durch auf den linken Flügel zu Coman. Musiala wieder am Ball. So, Kimmich hier. Leimer kommt vor, wird beim Schuss geblockt und Saarbrücken hier wieder im Ballbesitz. Spieleinstellungen sind wie immer schwierigste Schwierigkeitsstufe, legendär und Halbzeitlänge 4 Minuten. Und jetzt freuen wir uns hier auf die Partie. Bayern blockt hier den Ball super im Mittelfeld ab. Jetzt hier wieder in der Vorwärtsbewegung über Coman, über den linken Flügel soll es gehen. Der kann sich hier behaupten, kommt durch, aber der zweite Verteidiger kann ihn dann wieder blocken. Saarbrücken jetzt hier mit der Vorwärtsbewegung. Der kommt gut an. So, sie probieren es. Es geht raus auf den rechten Flügel. Und da ist der Einwurf auch für Saarbrücken rausgehüpft. So, sie schauen gerade. Der Ball wird schnell ausgeführt hier. Bayern wieder am Ball. Geht hier auch als Favorit ins Spiel rein. Jetzt Gnabry hier. Dané. Musiala. Jetzt wieder Coman. Der Ball kommt an auf Musiala. Der zieht rein in den Strafraum und wird beim Schuss von zwei Saarbrückern gleich geblockt. Es gibt die Ecke. Wir sehen die angereisten Fans vom FC Bayern. Stadion ist ausverkauft. Und die Stimmung ist phänomenal. So, Kimmich wird die Ecke machen. Ecke kommt hoch rein, wird rausgeköpft. Jetzt hier mal die Möglichkeit im Strafraum. Wird geblockt, Saarbrücken wieder am Ball. Ja, der Bayern mit der Balleroberung hier kurz vorm Strafraum gefährlich. Über den linken Flügel zieht er vorbei, aber das ist ein Foul. Und das gibt auch die gelbe Karte und ich glaube, da muss man nicht groß drüber diskutieren. Die ist gerechtfertigt hier gewesen. Wenn man schon sieht, ja, wir haben es nochmal in der Wiederholung gesehen, der hat nur den Mann erwischt, nicht den Ball. Kimmich schießt den Freistoß, der kommt hoch rein. Ja, kann eher rausgeköpft werden. Jetzt hier Saarbrücken stark, der Befreiungsköpfer. Ja, Bayern aber auch schon wieder am Ball. Geht Richtung Strafraum, gefährlich. Hier setzt sich durch. Saarbrücken kann aber wieder in letzter Sekunde verteidigen. Und bis jetzt hier schon mal spannende 25 Minuten. Saarbrücken lässt nicht viel zu. Saarbrücken jetzt auch hier in der Konterbewegung. Kann mal hier über den rechten Flügel. Mittlerweile ein bisschen Zeit verschwunden. Sie greifen trotzdem über rechts an und der Flügel ist komplett leer. Der Ball kommt hoch rein und der Kopfball aufs Tor wird in letzter Sekunde hier noch geblockt. Saarbrücken hat bis jetzt noch nicht viele Möglichkeiten gehabt, aber das war auch abseits. Sehen wir gerade hier eingeblendet. Aber die Möglichkeiten, die sie haben, sind bis jetzt sehr vielversprechend, um das mal so auf den Punkt zu bringen. Bayern jetzt also wieder im Ballbesitz. Musiala. Schickt ihn raus Richtung rechts. Ja, sie schauen noch. Ah, das kann man hier auch als Foul geben. Ja. Und das gibt die nächste gelbe Karte hier für Saarbrücken. Da hat er auch wieder nur den Mann eher erwischt wie den Ball. Wir sehen es hier noch mit der Wiederholung. Ja. Den Ball gar nicht. Da ist die gelbe Karte gerechtfertigt. Kimmich also jetzt wieder hier mit dem Freistoß. Der geht übers Tor. Da ist gar keine Gefahr von auszugehen. So, Saarbrücken jetzt also wieder im Ballbesitz. Der Abschluss wird hoch ausgeführt. Saarbrücken bleibt auch im Ballbesitz, konnte sich hier im Mittelfeld behaupten. Verlagerung passiert. Ja, man entscheidet sich doch immer noch ein bisschen nach links zu ziehen. Da kommt jetzt auf den linken Flügel. Und jetzt hier
die Ecke, wenn ich es richtig sehe. So, Standard für Saarbrücken. Bei Standard ist viel möglich. Es kann viel passieren. Die Fans stehen schon mal. Die unterstützen ihr Team hier. So, also Ecke Saarbrücken. Kommt hoch rein. Wird rausgeköpft. Saarbrücken bleibt aber noch am Ball. Gefährlich. Hier mit der Möglichkeit. Bayerns Verteidigung steht eng. Es gab keine Lücke. Saarbrücken tut sich schwer. Bayern jetzt hier den Ball zurückerobert. Musiala jetzt hier am Ball. Gnabry, der bringt den Ball in Richtung rechts. Ja, Musiala hier wieder, schickt den Ball auf den rechten Flügel. So, Anspielmöglichkeiten gibt es im Strafraum. Was machen sie hier? Er zieht in den Strafraum rein, Kimmich hier am Ball. So, es wird ein bisschen gepasst. Sané, super hier frei. Musiala, sie finden diesen letzten Funken nicht. Gnabry jetzt hier, mit dem Schuss und da ist es! Das 0:1 in der 46. Spielminute, kurz vor der Halbzeit, gehen sie in Führung. Unglaublich. Wir sehen es nochmal hier in der Wiederholung. Die Lücke haben sie lange gesucht und Gnabry zieht hier von 14 Metern vom Tor ab. Und damit neuer Spielstand 0:1. So, dann gibt es hier auch direkt den Halbzeitpfiff. Spielstand zur Halbzeit 0:1. Wir überspringen wie immer die Halbzeit. Saarbrücken hat eine tolle erste Hälfte gezeigt. Umso ärgerlicher, dass hier noch kurz vor der Halbzeit das 0:1 gefallen ist. Wir springen aber direkt rein in die zweiten spannenden 45 Minuten. So, und jetzt Saarbrücken hier. Die Jungs sind motiviert. Die haben eine tolle erste Hälfte gezeigt. Bayern kann aber hier früh den Ball zurückerobern. Und es geht direkt Richtung Tor von Saarbrücken. Musiala kommt hier gut voran, wird aber hier in letzter Sekunde nochmal gestört. Saarbrücken jetzt am Ball. Verlagern nach rechts außen. Ball kommt super nach vorne und da geht eins aus. Einwurf Bayern. So, Coman gerade am Ball. Da der Fehlpass von Leimer, der geht zu Saarbrücken. Was macht Saarbrücken draus? Können sie es bestrafen? Nee, Bayern kann sich den Ball zurückholen. So, Bayern jetzt hier. Kimmich noch dran. Musiala. Bayern verschiebt wieder auf den linken Flügel. Hier auch wieder der Fehlpass. Saarbrücken kann sich den Ball holen. Der schickt ihn auf den rechten Flügel los. Und jetzt die Frage, wie machen sie das hier am besten? Wie kommen sie hier vorbei? Was ist der Plan? Aber der Ball kann zurückerobert werden. Bayern jetzt wieder in der Vorwärtsbewegung. Schickt ihn links auf den Flügel raus. So, Gnabry hier, gefährlich im Strafraum, Coman, Sané, und da ist es! Das 0:2 in der 63. Spielminute. Perfekt verwandelt. Ein schönes Passspiel, was wir hier gesehen haben. Und wir schauen es uns nochmal in der Wiederholung an. Hier ging es vom Flügel immer weiter rein. Und da hatte er eindeutig zu viel Platz. War überhaupt nicht in Bedrängnis und hat das Tor perfekt reingeschossen. Damit neuer Spielstand 0:2. So, wir sind in der 65. Spielminute mittlerweile angelangt. Bayern konnte sich den Ball schon wieder zurückerobern. Ja, es ist schon gerade, wie sie es machen. Kimmich jetzt mal hier am Ball. Und der ist gefährlich von solchen Positionen. Der könnte auch einfach mal draufziehen, wenn er will. So, man hat sich dagegen entschieden. Gnabry hier mit der Ballkontrolle. Kimmich wieder. Nimm nochmal die Station hinten mit. Bayern kann jetzt spielen, wie sie wollen. Musiala schießt. Und da ist es, das 0:3. Damit schauen wir uns jetzt hier nochmal in der Wiederholung schnell an. Die haben den Platz. Die werden überhaupt nicht gestört von Saarbrücken. Und Musiala hat die Zeit für den gezielten Schuss, was zum 0:3 geführt hat. Oh.
Da wird das Foul gepfiffen. Sehen jetzt hier auch den ersten Wechsel. Brücken für den Ball hoch aus. Der wird direkt weggeköpft von Bayern. Musiala jetzt hier am Ball. Auf Gnabry. So, es geht über den rechten Flügel von Bayern. Anspielmöglichkeiten gibt es. Der ist aktuell nicht unter Bedrängnis. Richtung Strafraum der Ball. Jetzt hier steht Gnabry frei vom Tor. Saarbrücken in letzter Sekunde noch da. So, jetzt Bayern hier auch wieder im Ballbesitz. Der Befreiungsschlag konnte gut abgefangen werden. Es geht schnell hier Richtung Strafraum. Ah, da der kleine Fehlpass. Da hätten sie mehr draus holen können. Jetzt Saarbrücken mal in der Vorwärtsbewegung. 80. Spielminute mittlerweile. Und er hat Platz am Flügel. Der kann mal ziehen. Der kommt auch gut rein. Der Ball kommt, aber wird hier von Davis super abgeblockt. Jetzt Coman über den linken Flügel von Bayern. Zieht auch einfach mal etwas. Kommt super durch, kann sich durchsetzen. Kann sich auch hier durchsetzen. Jetzt die Möglichkeit zur Flanke. Und da ist der Ball weg. Saarbrücken kann das hier soweit verteidigen. Aber Bayern fängt den Ball aber schon wieder ab. Und jetzt hier der Pass in den Strafraum. Und da ist es das 0:4 in der 85. Spielminute. Gnabry, der Torschütze. Unglaublich. Wir schauen uns hier nochmal in der Wiederholung an. Der Pass zu Gnabry. Kommt hier perfekt. Der fackelt nicht lange. Der schießt einfach drauf. Und das alles durch den abgefangenen Pass aus der vorherigen Situation. So, Sandhausen. Ach, Sandhausen. Saarbrücken wechselt nochmal. Entschuldigung. So, neuer Spielstand 0:4 damit. Saarbrücken versucht hier nochmal eine Vorwärtsbewegung dieses Spiel. Über den rechten Flügel soll es gehen. Kommt hier noch vorbei. Stark gemacht. So, schaut jetzt zur Flanke. Und das gibt die Ecke nochmal hier. 90. Spielminute. Eine Nachspielminute sehen wir. Der Ball kommt hoch rein. Findet den Abnehmer und da. Perfekt noch drüber gelenkt. Vom Keeper von Bayern. Von Ulreich. So. Super Reaktion. Wir sehen also noch eine Ecke hier. Die kommt wieder hoch rein. Wird diesmal rausgeköpft von Bayern. Die Aktion kriegen sie noch. Wird geblockt. Bayern kann sich hier befreien. Und da ist der Abschlusswurf. Endstand des Spiels 0:4. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen dieser Orakelfolge. Schaut euch auch gerne die anderen Folgen auf diesem Kanal hier an. Bis dahin. Ciao, ciao.